Bei bestem Wetter darf ich nun heute wieder die Frau Stefanie Frieser neben mir begrüßen. Wir haben uns hier heute auf Hotel Schloss Reichmannsdorf zusammengefunden, um mal ein bisschen die Kommunikation in Krisenzeiten zu besprechen, so einen kleinen auch Leitfaden mit an die Hand zu geben. Danke, dass Sie heute hier sind. Es ist mir eine große Freude. Lassen Sie uns doch einen kleinen Spaziergang machen und gerne dabei besprechen, wie die Kommunikation in solchen Krisenzeiten, in solchen herausfordernden Zeiten gestaltet werden kann. Ja, wir wissen ja, es heißt im Moment Abstand halten, leider. Und ich glaube, viele Menschen haben sich daran gewöhnt, aber es fehlt den Menschen etwas. Und das können wir mit einem Lächeln sehr gut abfangen. Jetzt wird wahrscheinlich der nächste Punkt sein, dass Sie sagen, na, was mache ich denn, wenn ich eine Maske habe? Richtig, weil in geschlossenen Räumen, wenn wir uns nicht auf so einem fantastischen Anwesen befinden, da muss halt die Maske trotzdem sein, auch einfach nur zur Prävention. Ja, aber ein echtes Lächeln, nicht ein soziales Lächeln, ein echtes Lächeln, da lächeln die Augen mit. Das heißt, wir sagen in der Mimikerkennung, die Augendeckfalte senkt sich. Das heißt, der Augenringmuskel kontrahiert. Und Sie sehen, wenn Menschen Ihnen ein echtes Lächeln entgegenbringen. Also da sind die kleinen Feinheiten sozusagen ganz genau entscheidend, die jetzt besonders wichtig sind. Ja, das stimmt. Und wenn ich dann mich begrüßen möchte, ich meine, in unserer Gesellschaft, wenn man gut miteinander befreundet ist, dann ist es das Küsschen rechts, Küsschen links, was eben angebracht ist. Wenn man dann doch den Geschäftspartner begrüßt, dann ist es das Händeschütteln. Mhm. Wie mache ich das jetzt? Ja, das Küsschen rechts, Küsschen links ist leider momentan ein bisschen schwierig mit nicht Abstand. Genehm, das geht nicht mit Abstand. In der Familie natürlich, gar kein Problem, aber auch bei Geschäftspartnern, denen ich üblicherweise die Hand gereicht habe, denen kann ich auch meinen Respekt mit einer kleinen Verneigung entgegenbringen. Also dann, wenn ich sie begrüße, indem ich meinen Kopf neige und ihnen zulächle, zeugt es von Respekt, ohne dass ich ihnen dabei zu nahe trete. Also sehr in die asiatische, japanische Richtung, wo man ja sehr viel auch Distanz wahrt, einfach aus kulturellen Gründen und dann damit. Genau, dann werden wir etwas asiatischer aus Vorsichtsgründen. Aus Vorsichtsgründen. Und gibt es noch irgendwas zu berücksichtigen, was man in Zeiten von Corona vielleicht noch wahren kann? Einfach, weil zwischenmenschliche Kommunikation ist so wichtig und es war auch immer wenig. Es war viel zu wenig in der letzten Zeit, weil wir eben durch Social Distancing voneinander abgeschottet waren. Also Menschen merken ja, wie wichtig der soziale Kontakt ist momentan. Das findet sehr viel auch in sozialen Medien statt, aber man merkt die Sehnsucht nach dem persönlichen Kontakt. Man merkt auch, ich arbeite ja in der Mitte von Nürnberg, ich merke, wie die Menschen danach hungern, sich physisch wieder zu erleben. Ja. Das heißt nicht, dass ich mir zu nahe kommen muss, aber einfach Treiben wieder mitzubekommen, einfach Leben wieder mitzubekommen, was nicht nur über Zoom oder über soziale Medien geht. Ich glaube, in so einer Zeit wie dieser ist es besonders wichtig, Respekt anderen entgegenzubringen. Ob das in den sozialen Medien ist, in denen leider sehr viel mit Fake News gearbeitet wird, sehr viel mit gegenseitigen Beschimpfungen gearbeitet wird, was ich sehr schade finde. Ich denke, in so einer Zeit wie Corona ist es besonders wichtig, eine gewisse Diskussionskultur und eine gewisse Kommunikationskultur zu pflegen. Und das heißt, Kommunikation, sei sie positiv oder negativ, möglichst unmittelbar zu vollziehen. Ich würde sagen, das ist ein sehr guter Punkt. Ich meine, auch Sie, liebe Zuschauer, haben bestimmt erlebt, dass es in letzter Zeit viel im Internet kursiert hat, viele Fragen, viele Nachrichten. Wie kann ich mir denn sicher sein? Ist diese Nachricht wirklich wahr? Also da empfehle ich, wir haben Journalisten, die eine Ausbildung haben. Wir haben öffentlich-rechtliche Sender. Da empfehle ich wirklich, auf die Quellen zu achten. Mhm. In unserer schnelllebigen Zeit ist es etwas, was wir oft einfach vergessen und oder übersehen. Oder übersehen, ja. Und denken, das, was Facebook und Co. uns präsentiert, ist wahr. Aber da bitte kritisch hinterfragen und
Ich glaube, wie gesagt, der Stand der Journalisten, die machen nicht umsonst eine Ausbildung, weil sie nachweisen müssen, dass sie ihr Wissen auch aus verlässlichen Quellen beziehen. Das findet leider nicht immer statt, aber dazu sind wir jetzt heute nicht hier, darüber zu urteilen. Ich denke, gerade wenn Sie die Öffentlich-Rechtlichen sehen, die sind verpflichtet dazu, eine saubere Recherche zu betreiben. Und auch die Quellen zu sagen, das stimmt. Genau. Und auch da, liebe Zuschauer, kann man definitiv sagen, das, was Ihnen angezeigt wird, das ist auch immer eine gewisse Blase, in der man sich befindet. Wenn ich einen Beitrag öfter sehe, dann werden mir auch ähnliche Beiträge einfach angezeigt. Ich glaube, da würden Sie mir zustimmen. Ja. Und dass man auch dahingehend irgendwo in eine Richtung gedrängt wird und dass man da einfach das sich beibehält, dass man kritisch bleibt, wie Sie richtig gesagt haben. Kritisch bleibt und ein offenes Ohr bewahrt. Das ist wichtig. Auch Andersdenkende, hier komme ich auch wieder zu dem Thema persönliche Kommunikation. Gehen Sie auf die Menschen direkt zu. Also es ist mehr oder weniger Mode geworden. Leute, die anderer Meinung sind, die schmeiße ich aus einer Gruppe raus oder was weiß ich. Oder auch mal hinzuhören. Genau. Auch wenn es, wenn jemand anderer Meinung ist als Sie, lohnt es sich zuzuhören. Und oft ist es ja so, dass es die Argumentation schärft, ja, wenn ich mal eine andere Meinung bekomme. Es hinterfragt auch meine eigene Position. Ganz genau. Also da komme ich zum Thema Diskussions- und Kommunikationskultur. Tun Sie es direkt, nicht über Dritte, sondern sprechen Sie mit den Menschen direkt. Ich glaube, das ist etwas, was in dieser Zeit ganz besonders wichtig ist. Das ist dieses direkte Ansprechen. Da kommen wir noch mal auf den Anfang zurück. Was ist, wenn mir etwas unangenehm ist, wenn ich doch irgendwie zur Risikogruppe gehöre und mir ist die Distanz wichtig? Ich meine, das kann man ja oft auch nicht sehen, wenn jemand irgendwie Vorerkrankungen hat oder etwas älter ist. Wenn ich dann doch den Mut finde, um etwas zu sagen, dass mir Distanz wichtig ist, wie mache ich das am besten? Freundlich, bitte freundlich. Also es, nicht aus bösem Willen halten Menschen nicht Distanz. Es ist einfach, sowas kann passieren, aber genauso freundlich sollte man denjenigen dann darauf aufmerksam machen und sagen, sorry, mir ist es wichtig, Distanz zu halten, bitte respektieren Sie das. Ja. Nehmen Sie es nicht persönlich, hat mit mir etwas zu tun, nicht mit Ihnen. Also nicht erklärend auch sein, wieso erklärend jetzt. Erklärend sein, ja. Sonst wirkt es oft, Menschen fühlen sich da sehr schnell angegriffen und das ist es ja nicht. Aber man sollte diesen einen Satz dazu sagen, es liegt nicht an Ihnen, es liegt an mir. Ich braucht es einfach, um mich sicher zu fühlen. Bitte verstehen Sie das. Und das bedeutet, wenn die Leute jetzt in diesen Zeiten einfach diese paar Kleinigkeiten wahren und sich immer wieder zu Gemüte führen, dass man auch gut und unbeschadet durch die Zeit kommen kann. Ja, vor allem in einem guten, zugewandten Miteinander. Man kann auch in Zeiten der Distanz zugewandt, respektvoll und empathisch sein, ohne die körperliche Umarmung zu haben. Das kann ich mit wertschätzender Art genauso gut. Das stimmt. Wertschätzung ist vor allem in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig. Und Frau Frieser, danke für die Tipps, die Sie uns heute mitgegeben haben. Und ich würde sagen, wenn wir das berücksichtigen, dann können wir die Zeit möglichst gut meistern. Es war mir eine Freude. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Dankeschön.